Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Heute soll es mal um das Thema Instant-Kaffee gehen. Und ich war mir ja unsicher, ob ich wirklich dazu eine Podcast-Folge machen soll, weil ich selbst trinke am liebsten frisch aufgebrühten Kaffee. Und ich bin ja schon enttäuscht, wenn die Kaffeebohnen nicht frisch gemahlen wurden. Was soll ich da dann also zu Instant-Kaffee sagen? Aber wir haben eine Abstimmung auf Instagram durchgeführt und die Mehrheit war dafür. Die Mehrheit hat sich für Instant Kaffee interessiert. Die Entscheidung war sehr knapp, aber das hat uns dann doch gezeigt, dass sich einige für das Thema interessieren. Also habe ich mich der Mehrheit gebeugt und zwei Gäste in den Podcast eingeladen, die sich nicht nur mit Instant Kaffee auskennen, sondern ihn auch aus der eingestaubten Ecke herausholen wollen, wie sie selbst sagen. Moin Luis, moin Edgar. Hi. Moin Tobias. Moin. Hi. Könnt ihr nochmal kurz sagen, wer ist Luis, damit wir eure Stimmen erkennen? Ja, klar. Ich bin Luis. Und ich bin Edgar. Luis ist der mit dem lustigen Akzent zwischendurch. Lustiger Akzent, weil kommt woher? Ja, komm aus Wien. Aus Wien? Sehr schön. Wien ist ja auch bekannt für eine Kaffeespezialität, aber um die soll es heute nicht gehen. Heute soll es um Instant-Kaffee gehen. Und damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen, machen wir auch bei euch eine Schnellfragerunde. Kurze Fragen, kurze Antworten und los geht's. Mit welchen drei Worten würdet ihr euch beschreiben? Gute Frage. Ich glaube, ich würde mich designaffin, vielleicht auch wahrscheinlich kreativ und selbstdiszipliniert beschreiben. Interessant, das ist keine gewöhnliche Kombi. Ich glaube, viele kreative Leute sind eben nicht diszipliniert, sondern eher so entspannt und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Das ist eine interessante Kombi. Design, hat das irgendwie einen Hintergrund? Hast du da was studiert oder bist du irgendwie so künstlerisch tätig? Tatsächlich habe ich das nicht studiert, aber ich habe eine persönliche Leidenschaft für schönes Design und ästhetische Dinge. Das kann wahrscheinlich daran liegen, dass ich in einer künstlerischen Familie aufgewachsen bin. Meine Mutter ist Grafikdesignerin und meine Schwester ist auch Künstlerin und da liegt das nicht so fern, dass ich da so ein bisschen eine persönliche Leidenschaft für habe. Cool. Sehr cool. Bei mir wäre es, ich würde sagen, offen, unermüdlich und neugierig. Neugierig, ja, das ist so eine tolle Eigenschaft. Ich bin auch immer neugierig. Nächste Frage. Wenn ihr die freie Wahl hättet, wo wärt ihr jetzt gerade am liebsten? Ja, Luis. Irgendwo anders. ich glaube eigentlich Thailand, am Nordthailand. Weil letztens war ich da, es war aber schon, jetzt war es schon fast ein Jahr jetzt wieder, ja. Aber ich war gerade da und ich habe irgendwie Thailand immer so als Touristenland natürlich gestempelt und war dann halt im Norden, auch noch immer sehr touristisch und bin ein bisschen mit dem Motorrad rumgefahren und habe dann aber auch im Zuge davon richtig viele coole Specialty-Cafés da auch kennengelernt, fand das echt Hammer, wie die Szene sich da entwickelt und die haben irgendwie ein bisschen auch mal diese konventionelle Kaffeeherstellung, wie es auch oft in vielen anderen Ländern irgendwie eigentlich mal angefangen hat, ein bisschen so übersprungen und sind es gleich in diesen Specialty-Segment reingegangen. Und das fand ich sehr cool und habe da echt sehr viel coolen, leckeren Kaffee irgendwie probieren dürfen und wollte dann eigentlich rauf, auch in die Kaffee-Anbaugebiete, aber dann hatte ich einen Unfall mit dem Motorrad und musste das mal vertagen, weil meine Freundin gesagt hat, ja, wir fahren nirgends mit dem Motorrad mehr hin, beenden das mal. Deswegen ja. Nee. Für mich würde es erstmal rausgehen aus der November-Depression irgendwo in Richtung Sonne und dann am liebsten auf einem Segelboot, denke ich. Das wäre meine Wahl. Ja, ich würde auch gern so raus aus dem kalten, trüben, nassen. Wir sind ja schon am Überlegen, ob wir demnächst mal nach Kolumbien fliegen. Da ist es zumindest schon mal wärmer.
Aber was ihr gerade gesagt hattet, dass viele Länder, die werden wirklich erstmal so als Touri-Länder abgestempelt und dann sitzen die Leute immer nur am Strand rum. Dabei gibt es da noch viel mehr zu entdecken, nicht nur im Bereich Kaffee, auch in anderen Bereichen. Von daher eigentlich schade, wenn es immer nur um den Strand geht. Aber Strand ist natürlich auch schön. Nächste Frage: Wie viel Kaffee trinkt ihr circa täglich? Also gute Frage, das schwankt ziemlich. Also auf jeden Fall mal zwei am Tag und dann manchmal bis rauf zu acht. Aber ich versuche mich so bei vier, fünf einzupendeln. Ich bin auch Barista und dann, wenn ich am Café stehe, dann sind es mal schnell acht. Ja, bei mir sind es im Schnitt, würde ich sagen, drei. Ja, so, also vielleicht auch mal mehr, mal weniger, aber so im Schnitt drei. Ziehe ich mir so rein. Und wie trinkt ihr euren Kaffee am liebsten? Kommt natürlich auch wieder ein bisschen so drauf an, wo ich gerade bin. In Café passiert es oft, dass irgendwie ein Espresso ist. Und da haben wir auch echt cool so ein Konzept, da wo wir immer wieder Gastcafés haben, die aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Deswegen stehe ich dann immer gerne und probiere neue Rezepte aus. Aber für zu Hause eigentlich am liebsten mit der V60. Und ja, eigentlich V60, glaube ich, meistens. Ich trinke natürlich am liebsten unseren Kaffee, ist ja klar. Ja, auf euren Kaffee kommen wir dann auch noch zu sprechen. Ja, und wenn nicht unseren, dann trinke ich gerne Kaffee aus der Mokka Master. Und aber auch gerne mal ein Flat White, also ein Espresso aus Siebträger und dann als Flat White. Genau, für mich dann Einschub, ich trinke fast immer nicht schwarz eigentlich, ja, das wollte ich auch vergessen zu sagen. Okay. Und welche Aromen favorisiert ihr? Schokoladig, fruchtig? Also ich fühle mich eher so bei den etwas so teeartigeren mehr zu Hause, muss ich sagen. Und es soll auch immer noch eine kleine bisschen eine Säure, ein bisschen extra Kick sein, das finde ich immer cool, wenn ein bisschen mehr passiert. Also ja, irgendwie mit Äthiopien habe ich mich sehr angefreundet in letzter Zeit. Es ändert mal immer wieder, aber gerade Afrika, auch Kenia natürlich sehr cool. Aber kommt noch ein bisschen an, also die Uhrzeit des Tages. Also normalerweise in der Früh kann es auch mal ein bisschen schokoladiger sein, also ist okay, aber später wird es eigentlich immer mehr fruchtig. Für mich gilt eigentlich das Gleiche. Also ich trinke gern nachmittags, kann es ruhig ein bisschen fruchtiger sein und ein bisschen Richtung, also äthiopische Kaffees sind toll, schöne Fruchtnoten und auch eine schöne Säure. Und morgens trinke ich gerne so einen klassisches Kaffeeprofil, also eher röstig, bisschen schokoladig, nussig, so. Und ja, sauren Kaffees trinke ich eigentlich. Ja, dann eher so nachmittags mal, aber auch nicht immer. Ich finde die spannend zu schmecken und probieren, was man alles Tolles entdecken kann in den Kaffeenoten. Aber ja, sonst bin ich eher so der klassische Trinker eigentlich. Okay, dann sind wir mit der Schnellfragerunde durch. Und jetzt kommen wir zu den Fragen zu Instant-Kaffee. Und ihr habt ja schon so ein bisschen rausgehört, ich bin da skeptisch und nicht so der richtige Ansprechpartner. Aber auf Instagram war ja die Mehrheit dafür, dass wir dazu eine Podcast-Folge machen. Also habe ich auch auf Instagram mal nachgefragt, was ich euch für Fragen stellen soll, was für Themen da interessant sein könnten. Und deswegen würde ich die Fragen von Instagram einfach mal durchgehen. Florian fragt nämlich, wie genau wird der Kaffee verarbeitet? Ist da überhaupt echter Kaffee drin? Und dazu passt auch die Frage von Elhami. Der fragt nämlich, wie wird er hergestellt? Ich glaube, das kann man alles irgendwie so ein bisschen in einer Frage zusammenfassen. Also, woraus besteht das? Wie funktioniert das? Weil es ist, also, wenn ich jetzt so das Kaffeepulver sehe, könnte man sich ja vorstellen, na, das ist einfach, sind das gemahlene Kaffeebohnen. Aber das wird sich ja jetzt nicht so auflösen. Also, wie funktioniert das überhaupt? Ja, das beantworte ich Florian gerne. Ja, also erstmal das erste große Vorurteil aus dem Weg schaffen. Im Instant-Kaffee ist nichts außer Kaffee drin. Also es gibt keine Zusatzstoffe,
Und keine artificial Sachen, die da nicht reingehören, sondern es ist tatsächlich 100% purer Kaffeeextrakt, der gefriergetrocknet ist. Um das vielleicht noch so ein bisschen darzustellen, ich versuche das mal so ein bisschen einfach zu erklären, wie der hergestellt wird, damit man auch sieht, dass es tatsächlich sich nur um puren Kaffee handelt. Also hergestellt wird er eigentlich, kann man sich das vorstellen, in einem riesengroßen Topf wird der Kaffee gekocht wie eine Art Filterkaffee und wird quasi, also der Kaffeeextrakt wird aus dem Kaffeebett extrahiert und dann wird dieser große Pott Kaffee unter gewissem Druck eingedickt, also wird konzentriert, genau. Also die Feuchtigkeit wird ein erstes Mal aus diesem Topf rausgegeben, so dass das quasi eindickt, wie wenn man eine Soße macht. Und dann hat man am Ende so einen dickflüssigen Kaffeeextrakt. Und dieser Kaffeeextrakt wird dann gefriergetrocknet. Und da wird dann die letzte Feuchtigkeit aus diesem Extrakt rausgezogen und am Ende hat man eben wirklich einen komplett trockenen Extrakt, der eben wasserlöslich ist. Und das ist der Instant-Kaffee. Also heißt, ich habe am Ende im Prinzip einen Filterkaffee, aber ich entziehe komplett die Flüssigkeit, bis ich irgendwann nur noch so ein Pulver übrig habe. Genau, also damit auch noch einsteigen, es geht eigentlich gar nicht so wirklich darum, also die Herstellungsart des Kaffees, also die Zubereitung des Kaffees kann ein bisschen variieren, aber manchmal wird es auch in Perkulatoren gemacht, das ist ein bisschen so ähnlich wie eine Bialetti, ein Herdkocher, dann kocht es ja so hoch und berührt den Kaffee immer wieder, so wäre eine Variante. Wir haben es am Anfang tatsächlich auch probiert mit Espresso zu machen, aber im Endeffekt geht es ja nur darum, einfach einen Kaffee zu machen, einfach eine Flüssigkeit des Kaffees zu machen, wo du eben halt die guten Bestandteile des Kaffees im Wasser gelöst hast und dann ist halt die Aufgabe, das Wasser eben wieder rauszubekommen, damit du eben nur die gelösten Bestandteile wieder verwenden kannst, weil sonst ist der Kaffee natürlich nicht trinkbar, also wird er halt schlecht über Zeit. Er muss komplett staubtrocken sein und nur die guten, leckeren oder Flavors halt, die da drin sind, sollten dann halt irgendwie überbleiben, idealerweise. Dass es nicht immer so abläuft, hat uns ja schon ein paar Unternehmen so gezeigt. Mhm. Gut, und dann kippe ich das in meine Tasse, füge Wasser wieder hinzu, das löst sich auf und wir haben es im Prinzip wie vorher. Nur, vielleicht eine andere Dosierung, aber das, was ich an Wasser vorher entzogen habe, das füge ich später wieder dazu und dann habe ich wieder meinen Kaffee, ne? Genau, richtig. Genau. Das heißt, wir haben quasi den Kaffee vorher schon perfekt extrahiert. Also das, was der Barista im Kaffee macht und den Kaffee eben extrahiert und zubereitet, haben wir quasi vorher. Und dann wird eben der perfekt extrahierte Kaffee gefriergetrocknet. Und man muss sich eben keine Sorgen mehr machen, ob man den Kaffee richtig extrahiert, sondern man muss den eben nur noch mit der richtigen Menge Wasser aufgießen. Mhm. Okay, dazu, also was das Wasser betrifft, da haben wir später auch noch eine Frage, aber vorher noch eine Frage von Florian. Da darf ich noch einen ganz kurzen Punkt noch sagen, den möchte ich auch noch erwähnen. Also ganz kurz ist auch wichtig zu erwähnen, dass also prinzipiell Instant-Kaffee immer nur Kaffee ist, aber das Problem ist halt, viele Leute oder viele Unternehmen haben dann auch immer solche Milchpulver drin. Das ist ja auch ein bisschen jetzt der Trend also von Instant-Kaffee-Unternehmen, die wollen ja so eine Barista-Experience nachstellen und machen dann halt irgendwelche Almondmilch oder so Mandel oder Hafermilch oder normale Milch rein. Und das ist natürlich dann nicht nur Kaffee, dann ist halt auch 1000 Emulgatoren und alles mögliche andere Mittel halt eben drin, die eben halt komisch auch schmecken. Also da muss man natürlich unterscheiden, aber Instant-Kaffee allein halt nur 100% ist nur Kaffee. Ja, genau, da gibt es ja auch dann so verschiedene Varianten, lösliches Pulver für Cappuccino oder solche Geschichten, aber gut, das sind dann irgendwelche Abwandlungen, nehme ich an, ne? Ja. Korrekt, genau. Noch eine Frage von Florian. Welche Qualität hat das Grundprodukt und warum ist Instant-Kaffee so günstig? Dazu auch gleich noch die Frage von Manuel, was gibt es für Unterschiede? Das ist mir tatsächlich auch letztens erst aufgefallen. Also so aus dem Supermarkt kenne ich ja Instant-Kaffee für, 2-3 Euro so eine Packung. Ne? Für, ich weiß nicht, 100, 200 Gramm oder sowas.
Es gibt aber tatsächlich Instant-Kaffee, der wesentlich mehr kostet. Ich hatte da letztens was gesehen. 75 Euro für 100 Gramm. Da war ich echt überrascht. Deswegen also tatsächlich die Frage, welche Qualität hat das Grundprodukt und wie kommen diese Preisunterschiede zustande? Ja, also genau da ist eigentlich unser Hauptansatzpunkt und das ist, was wir eigentlich meinen, wir also dadurch besser machen zu können als all die anderen Unternehmen. Normalerweise wird für Instant-Kaffee einfach Bruchbohnen verwendet, also Bohnen, die sonst eigentlich am Markt nicht verkauft werden. Das heißt, auch oft ganz zum Beispiel auch nochmal unreife Kaffeekirschen, so faule Kaffeekirschen und dann auch die schlechten halt, die zum Beispiel dann halt irgendwie am Ende nicht verwendet werden können, die kommen alle in den Instant-Kaffee normalerweise rein. Das heißt, Bruchbohnen einfach. Und das Problem ist halt, dass natürlich, wenn man einen Extrakt oder diese Bohnen extrahiert, kommt da nichts Gutes raus. Also auch wenn du jetzt keinen Instant-Kaffee machst, das ist auch wenn du einen normalen Kaffee machst, du wirst da nicht gut schmecken. Das ist das mal das Grundproblem. Und dann wir haben uns da hingesetzt und nochmal, also neben dem auch andere Sachen gemacht, aber vor allem da wollten wir von Anfang an hochwertige Bohnen verwenden, die eben einfach so wie andere Cafés aus Röstereien eine Specialty-Bewertung haben. Also kein Commodity Grade sogar, so nicht, also nicht nur Bruchbohnen, keine Bruchbohnen, sondern nicht nur auch nicht mal Commodity Grade, sondern auch eine Specialty-Bewertung haben. Und die eben verwenden für den Kaffee. Und da gibt es eben nicht nur uns, da gibt es auch andere, können wir auch offen ehrlich sagen, die es auch gemacht haben mittlerweile schon. Aber in Deutschland sind wir, also gerade glaube ich, das Unternehmen, das sich nur darauf fokussiert, also nur darauf fokussiert, sonst gibt es noch ein paar in Amerika, die das für andere Hersteller machen. Deswegen ist der Preisunterschied halt auch zum einen ganz anders. Also manchmal ist es genau, eben halt wirklich nur die schlechten Bohnen und bei uns sind halt eben Bohnen wie in einem normalen Kaffee auch. Also gut, Grundprodukt macht einen Preisunterschied aus, ob man jetzt sozusagen die sonst nicht verwertbaren Reste an Bohnen nimmt oder ob man normale Bohnen nimmt oder sogar Specialty-Qualität, das macht einen Unterschied aus. Ansonsten von der Verarbeitung her oder also gibt's noch andere Möglichkeiten, warum das eine günstig, das andere teuer ist oder wofür soll ich mich vielleicht auch entscheiden? Also wenn ich jetzt verschiedene Instant-Cafés zur Auswahl habe und sagen wir mal, der Preis wäre mir egal, gibt es da Sachen, worauf ich achten kann? Also bei normalen Kaffeebohnen ist es ja so, dass zum Beispiel schon Trommelröstung was darüber aussagt, wie die Qualität ist oder industrielle Röstung. Was kann ich bei Instant-Kaffee für Unterschiede feststellen und worauf kann ich da achten, wenn ich mir jetzt einen auswählen würde? Ja, genau. Also ich habe es auch schon ein bisschen angedeutet. Also das ist leider nicht immer ganz klar ersichtlich. Also ein anderer Faktor, warum der Preis auch unterschiedlich ist, ist halt das Verfahren. Bei unserem Verfahren haben wir versucht, das nicht in so Riesenmaßstab zu machen und wollten auch in andere Röstungen eben verwenden. Also nicht so diese industrielle, sehr dunkle und herbe und sehr schnelle Röstung, sondern auch eine langsame, auch mit einer Trommelröstung auch ganz, also deutlich kleineren Maßstab. So, und auch dann aber nochmal die Gefriertrocknung sollte auch passieren in nicht so riesen Einheiten, wie das zum Beispiel das einige Unternehmen hier auch in Deutschland machen und generell auf der Welt, sondern eben in kleineren Einheiten, dass das Produkt auch wirklich weiterhin kontrolliert werden kann. Das kostet natürlich dadurch immer ein bisschen mehr, ist klar. Also je mehr man halt macht und auch es ist auch bei industriellen Röstern natürlich so, dass die kann man nie im Preis schlagen. Aber dafür glauben wir, dass unser Geschmack halt nochmal ganz anders ist. So, auf was man jetzt achten kann. Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Also es gibt bisher noch nicht so viel Specialty Instant Coffees. Also es ist schon mal cool, wenn, glaube ich, also alle Instant Coffees, die darauf wirklich auch bewerben und das werben, wo der Kaffee mal herkommt, also wo da der Origin ist und vielleicht auch mal was über die Noten sagen oder vielleicht mal etwas über ja einfach auch Varietät oder auch Anbau, solche Details, die man ja auch normales erwarten würde, wenn man einen normalen Kaffee kauft in der Rösterei. Darum geht es ja eigentlich auch. Das suchst man ja auch normalerweise nach diesen Kommunikationselementen oder diesen Teil. Und genau das wollten wir eigentlich auch so mitgeben. Und genau das, denke ich, halt wäre auch für Instant-Kaffee das Richtige zum Suchen, weil das ja dann auch am Ende auch sagt, mehr über den Kaffee Bescheid gibt und das auch dann irgendwie zeigt, okay, da gibt es eine Möglichkeit, das nachzuverfolgen. Es ist irgendwie transparent und es kommt nicht nur irgendwie, wir haben hier einen Afrika-Südamerika-Blend oder was, also oder einen Weltblend. Also das ist sowas, irgendwie oft angeboten wird bei Instant Kaffee.
Okay. Silvia hat keine ganzen Fragen, sondern ein paar Stichworte bei der Instagram-Story genannt. Ich würde das mal in Fragen umwandeln, beziehungsweise wir gucken mal, wie wir das beantworten können. Das erste Stichwort war Wassertemperatur. Ich nehme mal an, es geht darum, wie man, also welche Wassertemperatur für den Instant-Kaffee verwendet werden soll, weil bei normalem Kaffee, wenn man den aufbrüht, achtet man ja auch auf die Wassertemperatur. Wie ist das bei Instant-Kaffee? Macht das einen Unterschied? Muss man da auf was Bestimmtes achten? Ja, das hatte ich ja eben gerade schon mal gesagt. Also, da wir den Kaffee vorher extrahiert haben, also wir uns quasi schon um die Temperatur vorher gekümmert haben, ist es in der Zubereitung unseres fertig gefriergetrockneten Instant-Kaffee quasi nicht mehr wichtig, welche Temperatur man sich den Kaffee aufbrüht, zumindest hinsichtlich der Extraktion nicht, weil es muss keine Extraktion mehr passieren. Die Temperatur ist quasi nur wichtig, dass es eben für einen selber angenehm zum Trinken ist und nicht zu heiß, weil die Geschmacksnoten in so einer hohen Temperatur einfach gar nicht durchkommen. Also unsere Empfehlung, wir haben auf unserer Verpackung steht 80 Grad, was vielleicht auch noch ein bisschen zu hoch ist. Wir würden fast runter auf 70 eigentlich gehen. Also wir gehen davon aus, dass die Leute sich dann den nicht direkt trinken, sondern dass er noch ein bisschen rumsteht und in eine kalte Tasse. Also zwischen 75 und 70 Grad, so ist es eigentlich ideal. Nicht, so also muss man vielleicht unterscheiden zwischen Zubereitungstemperatur und Trinktemperatur, sonst kann es Schmerzen verursachen. Gut, aber ich kann jetzt nicht durch eine zu hohe Temperatur oder so, ich kann da nichts kaputt machen, nicht noch irgendwie Aromen zerstören oder sowas, weil klar, Extraktion ist durch, aber bei der Zubereitung ist es dann, spielt es keine Rolle mehr, ja? Nee, nee. Okay. Drei Stichworte von Silvia, die wir zusammenfassen können, denke ich. Lagerdauer, Lagerort, Okay. Lagerdauer. Also unser Kaffee ist vor allem hat ein Haltbarkeitsdatum von 2 Monaten, 2 Jahren. Lagerort, kühl und trocken. Also da gibt es jetzt auch nichts Spezielles drauf, worauf man achten sollte. Und was war das letzte Stichwort von Silvia? Lagerform, also ich nehme an, luftdicht verpackt oder ja, vermute ich mal. Ja, also luftdicht verpackt auf jeden Fall, das ist natürlich wichtig. Daher sind unsere Instant-Kaffees jetzt auch vordosiert in den kleinen Sachets. Der Instant-Kaffee ist sehr fragil, dadurch, dass er hygroskopisch ist, zieht er die Luftfeuchtigkeit an, also die Feuchtigkeit aus der Luft zieht er an und löst sich von daher eigentlich, ohne dass man was tun muss, wenn man ihn nicht richtig ja, schützt und lagert. Aber ja, unsere Sachets sind eben zurzeit so, dass man sich darum keine Sorgen machen muss. Okay, und die letzte Frage von Silvia, andere Anwendungsgebiete. Ich hatte mal einen Artikel in unserem Blog über Kaffeesatz, was man aus Kaffeesatz noch machen kann. Kann man zum Beispiel als Pflanzendünger verwenden oder ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, das als Peeling zu verwenden. Kann man auch Instant-Kaffee für verschiedene Sachen noch verwenden, außer jetzt einfach nur zu trinken? Also haben wir jetzt konkret noch nie so richtig darüber nachgedacht. Ich glaube, wir sind schon mal drüber gestolpert, dass man damit auch kochen kann und Tiramisu machen oder irgendwelche Schokokaffee, Brownies oder sowas. Aber das ist jetzt bei uns war das jetzt noch nicht Thema. Aber vielleicht gibt es ja. Tatsächlich gibt es noch eine andere Verwendung. Das habe ich mal ganz interessant gehört. Und kann angeblich damit auch Fotos entwickeln. Angeblich. Also richtig dunkel, also schwarz kann man Fotos entwickeln. Aber das habe ich noch nicht selber probiert. Also ich meine nicht, ob es auch nur mit herkömmlichen funktioniert, mit unserem nicht. Das weiß ich nicht. Aber genau, eigentlich ist unser Kaffee Zum Trinken. zum Trinken gedacht. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass mit Kaffeesatz oder Instant Kaffee auch gemalt werden kann. Also mir wurde mal ein Bild gemalt mit einfach nur
Instant-Kaffee als Farbe. Und ich hatte darüber nachgedacht, ob ich überhaupt schon mal Instant-Kaffee getrunken habe. Und tatsächlich, es ist gar nicht so lange her. Es gibt ja momentan diesen Trend Dalgona Coffee und da wird ja auch Instant Kaffee verwendet. Ich weiß nicht, ob das im Originalrezept auch Instant Kaffee ist oder welche Variante, aber tatsächlich hatte ich da erst vor ein paar Monaten Instant Kaffee getrunken in einer abgewandelten Variante, aber ja. Und was hast du da gegriffen? Zu welchem Produkt hast du da gegriffen? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das war irgendwas Billiges aus dem Supermarkt. Also irgendwas mit goldenen Deckel. Bestimmt, aber also da hatte ich mir schon gedacht, ja, Dalgona Coffee schmeckt interessant, aber schade, dass es kein frisch aufgebrühter Espresso ist oder so, sondern irgendein Instant-Kaffee. Aber vielleicht tatsächlich mit einem hochwertigen Instant-Kaffee wird es mir vielleicht sogar noch besser schmecken. Müsste ich vielleicht nochmal ausprobieren. Wobei ich sagen muss, dieser Dalgona-Coffee, da ist ja sehr viel Zucker drin. Also so süß, wie das war, da geht der Kaffeegeschmack auch so ein bisschen unter. Also wir haben es tatsächlich probiert. Wir haben auch einen Dalgona-Coffee in der Lockdown-Zeit gemacht. Natürlich, damit wir auch ein bisschen Trend damit gehen. Aber ich habe auf jeden Fall einen Unterschied auch geschmeckt, immer noch, aber leider mag ich normalerweise keinen Zucker in meinem Kaffee, deswegen war da halt, glaube ich, 3 Löffel oder ich weiß nicht, wie viele Löffel das waren, 3 Löffel zu viel für mich. Ja, ich glaube, also der Zucker wird, glaube ich, benötigt, weil sonst schwimmt diese Masse nicht oben. Ansonsten müsste man vielleicht irgendwie schauen, ob man was anderes verwenden kann. Also statt Zucker dann irgendwas anderes, damit das Ganze trotzdem funktioniert und nicht so süß ist. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Thomas fragt nach Qualität und Ökobilanz. Ich glaube, Qualität haben wir genug drüber gesprochen, aber Ökobilanz ist tatsächlich vielleicht ein interessantes Thema. Gerade bei Kaffee, der aus den unterschiedlichsten Orten der Welt kommt, wird ja häufig dann drüber diskutiert, wie steht es um die Umwelt, wenn das jetzt per Schiff oder Flugzeug hierher kommt. Wie ist das mit Instant-Kaffee? Macht das einen Unterschied oder ist es im Endeffekt genauso wie bei normalen Kaffeebohnen? Nee, also da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Also generell mal zum Kaffee her oder zum Herbringen des Kaffees oder zum Verschiffen des Kaffees ist, glaube ich, relativ ähnlich. Werden ja auch genauso grüne Bohnen verschifft und die werden auch hier geröstet und auch hier dann verarbeitet. Das ist ja alles genau gleich, da ändert sich ja eigentlich nichts. Und auch den Kaffee, den wir gekauft haben, unseren Kaffee, der wird auch verwendet tatsächlich für normalen Verbrauch, also normalen auch für andere Cafés. Also das ist auch ein Kaffee, also genau, da gibt es keinen Unterschied bis hierher. Natürlich haben wir einen Prozess, der halt irgendwie auch natürlich Energie kostet und das ist natürlich ein Problem. Wir arbeiten jetzt auch, da möchte ich noch gerne später drüber sprechen, aber wir arbeiten da auch zusammen mit einem Produzenten, der also schon Gefriertrocknungsanlagen hat und der hat da auch sehr viel schon auf Ökostrom umgestellt. Das hilft natürlich immer sehr, dass da sehr viel eigentlich grüne Energie verwendet wird und nicht andere Energien. Aber natürlich ist immer noch der Energieaufwand hoch. Allerdings ist es auch immer ein lustiges Thema mit Energieaufwand und was ist wie die Ökobilanz und so. Also das Wichtigste ist immer nochmal zu überlegen, wie kann ich eigentlich möglichst wenig konsumieren eigentlich. Das ist ja, glaube ich, die wichtigste Frage. Und jemand, der halt 6 Kaffees trinkt und dann keine Milch reingibt, weil er sagt, dann möchte ich jetzt die Milch da jetzt sparen, weil die so schlecht für die Umwelt ist, spart, glaube ich, am falschen Ende, weil natürlich die 6 Kaffees das viel größere Problem sind und weil der Kaffee ja im Endeffekt einen viel höheren Input hat. Also beste für Energiebilanz wäre es gar kein Kaffee zu trinken. Und wir haben halt den Ansatz halt genommen, dass wir sagen, okay, dadurch, dass jeder Pocket vielleicht einzelverpackt ist, ist es eine Belastung, aber dadurch ist halt viel weniger das Problem, dass man zu viel konsumiert. Also wir wollen auch genau da auch einreihen, dass wir uns sagen, es geht um einen bewussten Konsum, dass ich jetzt jede Tasse irgendwie genieße und auch wenn ich jetzt dann jetzt einen Kaffee gerne haben möchte, dann habe ich jetzt hier genau eine Dose, die dafür passt und verbrauche nicht irgendwie mehr, habe auch hier keinen Schwund, habe auch nicht irgendwas, was in der Tasse dann zum Beispiel im Büro irgendwie lange rumsteht und dann die Hälfte dann irgendwie weggeschüttet wird, weil das da irgendwie der Filter ist, der dann eh keiner haben möchte, sondern wir haben hier ein Produkt, das genau halt dafür, für den Konsum perfekt ist und dann eigentlich genau, die Endperson genug ausreicht und nichts verschwendet werden muss an Kaffee. Mhm.
Gut, vielleicht ist auch ein Punkt, also je mehr Instant-Kaffee getrunken wird, desto weniger Kaffeemaschinen braucht man. Also muss man auch weniger produzieren und weniger so Strom verbrauchen. Das könnte mit reinspielen. Wobei, also ich meine, Instant-Kaffee ist natürlich praktisch, weil du brauchst nur heißes Wasser. Auf der anderen Seite, ich glaube, so schnell überzeugen wir nicht alle möglichen Leute, jetzt Instant-Kaffee zu trinken. Also auch ich glaube nicht, dass ich ein Instant-Kaffee-Konsument werde, sondern ich komme nicht los von einem frischen Espresso. Aber erzählt jetzt vielleicht mal kurz, warum kennt ihr euch überhaupt mit Instant-Kaffee aus? Ich habe ja schon gesagt, euer Ziel ist, das so aus der eingestaubten Ecke rauszuholen. Aber was genau ist euer Ziel? Was macht ihr denn jetzt eigentlich? Ja, das erzähle ich dir gerne. Vielleicht erzähle ich dazu so ein bisschen mal unsere Geschichte, wie es dazu gekommen ist, weil das dann so ein bisschen ja ganz nett ist und es so ein bisschen veranschaulicht. Also Luis und ich haben beide in Kopenhagen studiert an der Copenhagen Business School und ja, haben uns da kennengelernt und haben während der Unizeit sehr, sehr viel Kaffee getrunken, als wir in der Bib saßen und nächtelang irgendwie ja gelernt haben. Und da war der Kaffeekonsum auf jeden Fall ordentlich. Aber der Kaffee, den wir da getrunken haben, war auf jeden Fall kein Genuss. Also es war wirklich der klassische Batch Brew, der den ganzen Tag warm gehalten wird und dann auch noch für Kopenhagener Preise da angeboten wurde. Es war also wirklich keine Lösung irgendwie. Also zu teuer und dann die Qualität auch sehr, sehr, sehr schlecht. Und Luis und ich haben beide so ein bisschen ja, während der Zeit in Kopenhagen den Specialty-Coffee-Trend eigentlich voll miterlebt. Also wir waren viel in Cafés. In Kopenhagen gibt es auch sehr viele coole Cafés und interessante neue Ansätze. Und da haben wir uns sehr viel und intensiv mit beschäftigt und hatten aber eben auf der anderen Seite irgendwie diesen Kaffee in der Uni, der höllisch war. Und ja, dann haben wir uns irgendwie überlegt, wie können wir das Problem lösen? Und wollten eben guten Kaffee auch in der Uni haben. Und hatten aber auch, haben es auch nicht eingesehen, jetzt unseren Handgrinder mitzubringen und dann mit der V60 in der Bib zu sitzen und sich da den Kaffee zu machen. Sondern auch da wollten wir eben eine bessere, einfache Lösung finden. Und dann kam eins zum anderen, haben wir uns einfach mal rein interesseshalber, weil wir Kaffee einfach toll finden, haben wir uns mal mit Instant-Kaffee beschäftigt. Und haben ja, uns Instant-Kaffee gekauft und probiert und waren geschockt. Aber zugleich auch ja, irgendwie gleich herausgefordert, weil ja, wir fanden irgendwie, es ist ein cooles Produkt, es hat eine mega coole Praktikabilität, also es ist lange haltbar, es ist verhältnismäßig günstig und es ist eben super einfach herzustellen, egal wo man ist, man braucht eben nur heißes Wasser. Und ja, dann haben wir uns angeschaut, was ist Instant-Kaffee, was kommt da rein, was wird eigentlich gerade falsch gemacht und wieso schmeckt es so, wie es schmeckt. Und kann man nicht diesen Specialty-Coffee-Ansatz irgendwie in diesen Instant-Kaffee-Bereich bringen. Und das ist eben auch unser Ansatz. Wir wollen Specialty-Coffee wirklich erreichbar machen in den Momenten, wo man keine gute Alternativen zur Verfügung hat. Und zum anderen wollen wir dieses unglaublich schlimme Stigma und Stereotype von Instant-Kaffee eben rebranden. Also wenn man jetzt an Instant-Kaffee denkt, dann ist es auf jeden Fall nicht Genuss oder man denkt ja auch nicht an hochwertigen Kaffee, sondern ja, hat vor Augen diese Gläser mit eingestaubt irgendwo im Supermarkt, die auf jeden Fall nicht die Zielgruppe anspricht, die guten Kaffee trinkt. Und das ist eben der zweite Ansatz, dass wir sagen, okay, Instant-Kaffee ist es eigentlich ein interessantes Produkt. Der Markt ist groß, aber dümpelt auch nur so vor sich hin. Also ist seit Jahren nichts passiert. Und wollen quasi
ja, wie gesagt, zum einen diesen Instant-Kaffee neu branden für eine junge, Kaffee-begeisterte Zielgruppe, die viel unterwegs ist, und eben zum anderen für Specialty-Coffee-Leute, die eben auch ihren Kaffee zwischendurch trinken wollen. Jetzt habe ich sehr viel gequatscht. Mhm. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob ich auf den Zug aufspringe. Vielleicht sollte ich demnächst mal so eine Blindverkostung machen von einem normalen Filterkaffee und dann ein günstiger Instant-Kaffee und ein hochwertiger Instant-Kaffee und dann mal schauen, was ich, ohne dass ich weiß, was ist, für einen Eindruck habe. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, von dem frischen Espresso komme ich nicht los. Aber beim nächsten Lagerfeuer, wenn ich keine Siebträgermaschine in der Nähe habe, dann probiere ich mal den Instant-Kaffee. Man muss auch sagen, wir wollen keine Alternative zu einem Siebträger-Espresso schaffen. Also uns ist völlig klar, dass auch tolle Cafés sind, und wir sagen nicht, dass unser Kaffee jetzt über allem steht und alles andere soll man bitte jetzt in Müll werfen, sondern es geht darum, dass man eben in einigen Situationen keine Siebträger da hat oder auch nicht das Wissen, sich super guten Kaffee zu machen, wie mache ich jetzt den richtigen V60-Kaffee, mit welcher Temperatur, welche Mahlung und so weiter. Wir wollen quasi einfachen, aber sehr hochwertigen Kaffee erreichbar machen. Und das ist eben, gibt seine Momente, in denen man, in dem das eben die perfekte Lösung ist. Mhm. Wollt ihr unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ein Motto oder irgendwas in der Art? Ja, also gerne, natürlich. Also bitte trinkt weiterhin guten Kaffee. Ich finde das voll cool, auch zu sehen in Deutschland, wie viel also schon Bewegung gibt und auch Interesse an guten Kaffee. Ich bin Barista und sehe das jeden Tag. Leute interessieren sich dafür und dass es auch andere Röstungen gibt und auch andere Geschmacksnuancen gibt. Und ich glaube, es geht einfach nur, offen für neue Produkte zu sein, ist auch eine coole Sache, und auch so ein bisschen zu verstehen, was hinter Kaffee eigentlich alles so noch zu entdecken gibt. Offen sein für neue Produkte, sich nicht irgendwie in alten Rahmen, dem alten Image quasi nacheifern, sondern neu ausbrechen und Neues versuchen. Das ist das, was wir unseren Hörern mitgeben wollen. Ja, offen bleiben für Neues, neugierig sein, finde ich auch immer wieder wichtig zu erwähnen. Ich danke euch für den Einblick, für das Wissen zu dem Thema, und super, dass ihr die Fragen beantworten konntet. Ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Tobias. Vielen Dank.